Danke, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Vorausschicken möchte ich, dass ich wirklich lange genug Oppositionspolitikerin war, um die vielen Wortmeldungen von Seiten der Opposition einschätzen und auch einordnen zu können. Und trotzdem möchte ich an einen konstruktiven Ansatz und an das höhere Ganze appellieren. Wir erleben in Rom gerade politische Debatten zu einer Föderalismusreform mit angepeilten, weitreichenden Kompetenzen für die Regionen, in welcher sich, man höre, die Rechtsparteien befürwortend verhalten und die Linksparteien auf Staatseinheit, Zentralismus und nationale Interessen pochen. Also überraschend umgekehrte Rollen in krasser Abweichung von dem, was uns Linksparteien, Politologen, Protestbewegungen, politische Kommentatoren und Medien bisher vorgemacht haben. Selbstverständlich muss in diesem Kontext unsere Autonomie, die den Charakter des Minderheitenschutzes hat, erhalten und ausgebaut werden. Ich möchte hier aber auch auf den Umstand pochen, dass Südtirol an dieser politischen Entwicklung mitwirken muss und sich der Verantwortung für unser Land nicht entziehen kann. Und hier stellt sich meine Frage: Wollen und können wir diesen Wandel mitgestalten oder lassen wir es zu, dass andere über uns bestimmen? Ähnliche Debatten laufen in Europa. Es steht eine EU-Wahl an, die die Grundlagen schafft für zahlreiche Bestimmungen und Gesetze, die unseren Alltag weitreichend prägen werden. In welche Richtung soll es gehen? Muss es zwangsläufig in Richtung Internationalismus, Globalisierung, noch mehr Migration, öffentliche Unsicherheit und Verlagerung von souveränen Kompetenzen nach Brüssel gehen? Oder ist es an der Zeit, dass wir als politische Vertretung eines autonomen Landes auf Kompetenzen, auf Subsidiarität, auf Regionalismus pochen und die Europäische Union dazu drängen, dort aktiv zu werden, wo effektiv übergeordnete Interessen anstehen? Vorausschicken möchte ich auch noch etwas anderes. Unser Land wird nicht durch schöne Worte verbessert, sondern durch konkrete politische Handlungen, durch das Bewusstsein für die eigene politische Verantwortung und durch konkrete Maßnahmen und Gestaltungsmöglichkeiten, die genutzt werden müssen. Südtirol ist nämlich immer dort, wo auch konkret für Südtirol gearbeitet wird. Als Freiheitliche haben wir in zähen Verhandlungen um Maßnahmen und um Forderungen unter Beweis gestellt, dass es in dieser politischen Konstellation trotz aller Bedenken, die jemand haben kann und die auch demokratisch berechtigt sind, die wesentlichen Fragestellungen, die auf Südtirol zukommen, behandelt werden und politische Lösungen finden. Autonomieausbau, Autonomiekonvent, öffentliche Sicherheit, Migration, Sozialpolitik, Ehrenamt, leistbares Wohnen, Energieunabhängigkeit, Beteiligung an Energiegewinnen. Also all das, was wir Freiheitlichen als Opposition in den letzten Jahren kritisiert haben, ist in dieses Programm eingeflossen. Man kann symbolisch Bauchschmerzen haben, aber politisch, programmatisch müssen sich auch die kühnsten Kritiker eingestehen, dass Südtirol eine neue politische Wendung nimmt. Man kann hier und dort natürlich noch mehr verlangen, aber das war das Maximum, das unter Berücksichtigung des Ergebnisses der letzten Landtagswahl möglich war. Und vielleicht sogar etwas mehr. Und dabei appelliere ich auch an jene, die in Nostalgie und Rückwärtsorientierung Tag ein, Tag aus von Wahlgewinnern, von Wahlverlierern palavern,
über die politische Arithmetik nicht anerkennen wollen, die sich aus dieser letzten Wahl ergibt, mit konstruktiveren und weniger konstruktiveren Bewegungen, mit jenen, die sich an einer politischen Erneuerung beteiligen und jenen, die sich dieser entziehen. Wir haben als Freiheitliche gerade jene Lügen gestraft, die in einer pessimistischen Grundstimmung und im Dauernörgeln damit hausieren gegangen sind, dass ohnehin nichts möglich sei, dass alles vergebens sei, dass wir uns als Südtiroler am besten gleich aufgeben können, dass Protest und Lamentieren ausreichend seien und ohnehin alles schlecht zu machen ist. Wir haben uns als Freiheitliche in zahlreichen und entscheidenden Punkten auch durchgesetzt, weit über dem hinausgehend, was uns die Kritiker nachgesagt haben. Und bei aller systematischen Kritik wird das einige wohl am meisten wurmen. Diese Koalition ist eine Arbeitskoalition, eine pragmatische, nüchterne Arbeitskoalition, die sich durch politische Ergebnisse auszeichnen wird. Die Versteifung auf Symbolik und auf Kritikpunkte ideologischer Natur, die nichts mit dieser Arbeitskoalition zu tun haben, sondern einzig und allein das eigene Ego befriedigen, sei anderen überlassen. Auf der Grundlage eines umfassenden Koalitionsabkommens, das der wesentlichen Herausforderungen für unser Land gerecht wird, auf der Grundlage des Umstandes, dass wir Freiheitlichen unsere Handschrift mehr als erkennen und in allen Ressorts unsere Programmpunkte hinterlassen können, aber in unseren Ressorts vieles anders und auch besser machen werden, auf der Grundlage einer aktiven Steuerung durch Südtiroler Politik, durch einen Koalitionsausschuss, sowie in dem Bewusstsein, dass die Verhandlungen zäh, aber stets menschlich korrekt waren und letztlich eine erfolgreiche und weitreichende Politik für unser Land etablieren werden, können wir Freiheitliche aus Überzeugung und mit viel Optimismus diesem Koalitionsabkommen, der sich abzeichnenden Landesregierung und auch einem Landeshauptmann Arno Kompatscher zustimmen.